Gemeinde ist dieses Ineinander von sehr viel Fachwissen, sehr viel Technik und gleichzeitig die Notwendigkeit der ökonomischen und auch der politischen Regulation. Die stromerzeugende Heizung ist nach wie vor eine außerordentlich effiziente Art zu heizen und gleichzeitig Strom zu erzeugen. Sie birgt auch noch das Potenzial, dass wir Stromerzeugung sehr viel dezentraler machen können als durch die Großkraftwerke. Und das ist das, was wir immer wünschen, nämlich dass mehr Wettbewerb auf dem Strommarkt entsteht. Wir haben ein Konzept 2020 aufgelegt. Das geht sukzessive in parlamentarische Initiativen. Das sagt, wir wollen nicht 13% Energieeinsparung wie die Landesregierung, sondern 20% bis zum Jahr 2020. Und wir wollen dann in der Primärenergieerzeugung 20% Erneuerbare dabei haben.